das großherzogliche Palais in Neustrelitz. Derzeit eines der interessantesten Hotelprojekte für die touristische Entwicklung der Mecklenburgischen Seenplatte. Stellen wir uns das historische Ambiente vor und statten wir es in Gedanken mit allem aus, was heute von erstklassiger Hotellerie erwartet werden kann. Aber so weit sind wir Anfang 2022 noch nicht. Im August 2021 startete das Projekt mit der Schlüsselübergabe an den Bauherrn Andreas Krumme durch die Beauftragte des Landes Mecklenburg-Vorpommern und durch den Neustrelitzer Bürgermeister. Die Residenzstadt Neustrelitz liegt eine Stunde mit der Bahn nördlich von Berlin und auf halber Strecke zur Ostsee. Die einmalige Stadtanlage aus der Zeit des ausgehenden Barocks gilt inzwischen als ein kultureller Mittelpunkt in der Mecklenburgischen Seenplatte. Neustrelitz ist ja in diesem Jahr staatlich anerkannter Erholungsort geworden. Also wir sind sozusagen sehr gut in der Spur in der touristischen Entwicklung. Und jetzt kriegen wir etwas hier in der Parkstraße, was also eine vielleicht sogar neue Chance, neue Qualität bietet. Wir liegen hier zwischen dem Schlossgarten und der Schlosskoppel. Das ist ein Raum, wo wir gerade einen Sanierungsbeginn haben als Stadt. Insofern sind wir ja hier am Standort nur wenige Gehminuten zum Landestheater. Man kann hingucken tatsächlich und auch zum Festspielstandort auf dem Schlossberg. Also wenn das hier nicht läuft, dann weiß ich auch nicht. Ich drücke alle Daumen, dass das hier gut wird, dass dieses Konzept Anklang findet und die Sanierung gut voranschreiten kann und gut umgesetzt wird. Neustrelitz entwickelt sich zum Highlight für anspruchsvolle Erholung in einer immer wieder beeindruckenden Naturlandschaft. Das großherzogliche Palais ist ein weiteres Schlüsselprojekt. Die Planungen orientieren sich im ersten Schritt an den Vorgaben des Denkmalschutzes. Die Außenfassade mit ihrem Perlmuttputz ist eine besondere Herausforderung. Den prachtvollen Parkanlagen kommt im Laufe der Zeit eine besondere Rolle zu. Das großherzogliche Palais wird bezüglich Ausstattung, Exklusivität und Lage herausragend für die Region sein. Geplant sind im Palais selbst ca. 26 zum Teil sehr große und exklusive Räume bzw. Suiten und ein Wellnessbereich mit Schwimmbad, Sauna und Physiotherapie. Dazu kommt ein großzügiges Restaurant mit separaten Konferenzräumen und mit einer großen Terrasse mit dem sensationellen Blick in den Park. Das Palais soll sowohl Unternehmen als Konferenz- und Tagungshotel dienen, als auch Mannschaftssportverein, als Trainingslager mit dem dahinterliegenden Fußballstadion und Tenniscenter. Da wir besonderen Wert auf Nachhaltigkeit legen, haben wir vor, in dem Keller des Nebengebäudes links der Einfahrt eine CO2-neutrale Hackschnitzelheizung zu installieren, die sowohl das Palais selbst, das Nebengebäude als auch das Schwimmbad beheizen soll. In dem nach historischem Vorbild restaurierten Park, sowohl vor als auch hinter dem Gebäude, sollen neben Ausstellungen auch Märkte und Konzerte stattfinden. Das Palais eignet sich natürlich ebenfalls als Geheimtipp für alle, die die einzigartige Unberührtheit der Mecklenburger Seenplatte kennenlernen wollen und dabei nicht auf exklusiven Komfort und Ambiente verzichten wollen. Die Verwirklichung der anspruchsvollen Pläne hat begonnen. Das großherzogliche Palais in Neustrelitz wird ein exklusiver Treffpunkt auf der Mecklenburgischen Seenplatte.